Midsommar ist ein Film über eine Beziehung, die buchstäblich in Flammen aufgeht. Der Drehbuchautor und Regisseur Ari Aster hat den Film eher als Trennungsfilm als ein Horrorfilm beschrieben, von dem er hofft, dass dieser die Leute, Zitat, ein wenig verwirrt darüber zurücklässt, wie sie sich fühlen sollen. Also, was ist denn eigentlich passiert? Wie Aster in vielen Interviews bereits erklärt hat, dreht sich Midsommar um eine Beziehung, die zu Ende geht. Er sagte gegenüber USA Today, Das Ziel war letztlich, einen großen theatralischen Trennungsfilm zu machen, der sich genauso anfühlt, wie sich Trennung im Endeffekt tatsächlich anfühlen. Nämlich katastrophal, als würde die Welt untergehen. It's an operatic breakup movie and a dark contemporary fairy tale. Wie auch bei vielen anderen großartigen Horrorfilmen sollte man nicht alles, was in Midsommar passiert, beim Wort nehmen. Ob all diese seltsamen Dinge nun tatsächlich passieren, ist nicht annähernd so wichtig wie die Reaktion der Charaktere darauf, insbesondere die von Danny. Veränderte Zustände und Halluzinationen spielen in der Geschichte von Midsommar eine große Rolle, wobei die Subjektivität ein wichtiger Faktor für den Verlauf der Handlung ist. Aus der Sicht von Danny spielt sich die Geschichte als eine Reihe von zunehmend schockierenden Enthüllungen ab. Aus der Perspektive von Pally, dem Mitglied der Hurga-Kommune, sieht der Film allerdings ganz anders aus. Von Christians ganzen Freunden, die zum Hurga-Festival kommen, ist er der Einzige, der weiß, was passieren wird. That's why you look so guilty right now, because you know. Der Zuschauer bekommt auch die Beziehung von Danny und Christian aus entgegengesetzten Perspektiven zu sehen. Die Zuschauer sehen, wie Danny eine unglaublich traumatische Zeit durchmacht und mehr denn je die Unterstützung eines geliebten Menschen braucht. Aber wir bekommen auch einen Einblick in Christians Perspektive. Einen Mann, der die Liebe zu seiner Freundin verloren hat und es leid ist, sich mit ihrem Drama zu befassen, egal ob sie daran schuld ist oder nicht. Erschwerend kommen Christians Freunde hinzu, von denen die meisten Danny offensichtlich nicht mögen und Christian darin bestärken, sich von ihr zu trennen. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. Danny verbringt die meiste Zeit des Films als passive Protagonistin und reagiert meist nur auf die Geschehnisse, die sich ereignen. Sie will keine bedürftige Person sein und nimmt die Schuld für ihre eigene Anhänglichkeit auf sich, indem sie immer mit dem Strom schwimmt, in der Hoffnung, ihre Beziehung dadurch zu retten. So landet sie schließlich auf einer Reise, die sie nicht geplant hat, unter dem Einfluss von Halluzinogenen, die sie gar nicht zu nehmen beabsichtigte. Sie gibt und gibt und hofft die ganze Zeit darauf, dass Christian, seine Freunde oder die Welt im Allgemeinen ihr einfach eine Auszeit gönnen werden. Nichts in ihrem Leben fühlt sich für sie greifbar an, bis zum Ende des Films, als sie schließlich zur Maikönigin gekrönt wird und die ultimative Macht über die Kommune erhält. Nachdem sie den ganzen Film über ein Fußabtreter für Christian und seine Freunde war, hat sie am Ende zumindest symbolisch die Kontrolle über deren Schicksale. In Midsommar stehen Blumen für die Familie, wobei ein früher Hinweis auf die Symbolik in der Blumentapete im Schlafzimmer von Dannys Eltern zu sehen ist, kurz bevor diese sterben. Die Metapher lässt sich auf Pflanzen im Allgemeinen übertragen, denn nach dem Tod von Dannys Familie sind die Zimmerpflanzen in ihrer Wohnung allesamt tot. Zu Beginn des Films ist Dannys Welt düster und kalt, doch auf der Reise beginnen sich die Dinge für sie zu wenden, an einem Ort, an dem die Sonne selten aufhört zu scheinen und die Blumen in Hülle und Fülle wachsen. Bevor Danny es überhaupt bewusst wahrnimmt, wird sie in eine neue Familie eingeführt. Die erste Person, die Danny zum Geburtstag gratuliert, dem ersten Geburtstag, den sie ohne ihre Familie feiert, ist Pally. Danny wird erst am letzten Tag endgültig in den Kult hineingezogen, als sie bei dem drogengetriebenen Tanz um den Maibaum mitmacht. Für den Wettbewerb hat sie einen geblümten Kranz als Geschenk erhalten. Nachdem sie gewonnen hat und Maikönigin geworden ist, sieht man sie bald buchstäblich bis zum Hals in Blumen, nahezu erdrückt von der Verehrung der Hurgas, ihrer Brüdern und Schwestern, wenn sie diese haben will. Es ist eine Beziehung, die für beide Seiten vorteilhaft ist. Die Kommune braucht oft externe Mitglieder, um Inzucht zu vermeiden, und Danny braucht einen neuen Platz, um dazuzugehören. Das Leben ihrer alten Familie wurde gewaltsam beendet, ihre neue Familie hat einen gewaltsamen Start. Das gewalttätige und doch irgendwie heitere Ende von Midsommar funktioniert auf einer Ebene als klassischer Folkhorror im Stil von Wicker Man, ist aber auch eine starke Metapher für eine sich auflösende Beziehung. Schon früh im Film nimmt Danny eine Psychologiestudentin Bezug auf den psychologischen Prozess einer Trennung und sieht in Christians distanziertem Verhalten die Anzeichen für ihre sich auflösende Beziehung. In diesem Sinne kann die ganze abgedrehte Schlusssequenz als ein ritueller Blick auf das Ende einer Beziehung gelesen werden.
Zu Beginn des dritten Akts des Films entfremden und verärgern Danny und Christian ihre Freunde mit ihren Beziehungsproblemen. Sie werden voneinander getrennt und erleben verschiedene Teile des Festes auf eigene Faust. Christian verfällt in einen tranceartigen Zustand, als er Danny mit Maya betrügt, dem Mädchen aus der Kommune, das schon seit der Ankunft seiner Gruppe Anzeichen von Verliebtheit in ihn gezeigt hat. Da wir gesehen haben, wie er unter Drogen gesetzt und bis zu dem Punkt verhext wurde, an dem sein Verstand leer zu sein scheint, liegt der Verdacht nahe, dass er dies nicht freiwillig tut, sondern durch schieres körperliches Verlangen und nicht durch bewusstes Denken angetrieben wird. Es ist genau die Geschichte, die wir auf einem hängenden Wandteppich zu Beginn des Films sehen. Währenddessen geht Danny alleine tanzen, ohne sich um Christians Verbleib zu kümmern. Mit ein wenig Hilfe der Hurga kommt das leidgeprüfte Paar endlich auseinander. Danny ist zu Beginn des Films von Menschen umgeben, die ihren Kummer nicht zu schätzen wissen und befürchtet, dass diese sie im Stich lassen werden. Die einzigen Menschen, die ihr Freundlichkeit entgegenbringen, scheinen Pelly und die Hurga zu sein. Nachdem Danny, Christian und Maya bei ihrem rituellen Stell-Dich-Ein beobachtet hat, bricht sie emotional zusammen. Dabei wird sie von Anhängern der Maikönigin umringt, die mit Nachdruck jedes Geräusch und jede Regung der Königin imitieren. Trotz des offensichtlichen Schmerzes in diesem Moment ist dieses Gefühl echter Verbundenheit und Empathie das, wonach Danny den ganzen Film über gesucht hat. Sie schreit und alle um sie herum schreien zurück. Anders als Christian oder seine Freunde teilen sie ihren Schmerz. Seit dem Tod ihrer Familie ist das alles, was sie wirklich will. Einer der amüsanteren Aspekte des Höhepunkts von Midsommar ist die Art und Weise, in der die Ereignisse Parallelen zu dem Folk-Horrorfilm The Wicker Man aufweisen. Ebenso wie zu dem nachweislich verrückten Remake dieses Films, in dem Nicolas Cage die Hauptrolle spielt. In diesem Film zog sich Cages Figur unerklärlicherweise ein Bärenkostüm an, um sich zu verkleiden, bevor er schließlich einfach herumlief und Leute verprügelte. Eine Tatsache, an die man unmöglich nicht denken kann, wenn Christian gelähmt und in einen Bärenkadaver eingenäht wird. Es handelt sich um denselben Bär, der zu Beginn des Films kurz in einem Käfig auf dem Gelände der Kommune gezeigt wird und bis zum blutigen Ende des Films keine klare Aufgabe hat. Wenn man bedenkt, wie sehr Esther das Original Wicker Man als Inspiration für Midsommar genannt hat, fällt es nicht schwer, dieses Detail des Bärenkostüms als absichtliche Anspielung auf das Remake zu deuten und dem feurigen Höhepunkt des Films ein wenig dunklen, absurden Humor hinzuzufügen. Während Christian und die Leichen seiner Freunde für die rituelle Opferung vorbereitet werden, wird das Geschehen von einer geheimnisvollen Gestalt beobachtet, deren Gesicht hinter einem dicken Schleier unsichtbar ist. Im Drehbuch zu Midsommar wird diese Figur als Vidar, der Gott der Vergeltung, bezeichnet. Aber während diese Figur offensichtlich in eine Art Hurga-Ritual eingebunden ist, dient sie auch als Metapher für Dannys emotionalen Zustand. Der Mann bezeichnet Christian, der in den Bärenkadaver eingewickelt ist, als ein Zitat mächtiges und schreckliches Tier, dessen Tod die Hurga-Gesellschaft von ihren Zitat unheiligsten Affekten befreien wird. Auch wenn sie es nicht absichtlich angeordnet hat, kann dieses zerstörerische Ritual als eine sehr persönliche Handlung von Danny gelesen werden, auf deren Befehl hin die Kommune nun tatsächlich handelt. Ob sie es nun angeordnet hat oder nicht, dies ist ein Racheakt in ihrem Namen. Nach 4 Jahren Beziehung und einem langen, langsamen Verwelken ihrer Romanze mit Christian setzt Danny sich endlich durch und führt die Beziehung zu einem endgültigen Ende. Nachdem sie den ganzen Film über passiv war, lässt sie in dieser Sequenz bewusst los und lässt all ihre aufgestauten Frustrationen an Christian und seinen Freunden aus, zu ihrer Erleichterung und zu deren Verderben. Sie lächeln zu sehen könnte ein totaler Schock sein. Es ist kathartisch, es ist seltsam und es macht buchstäblich nicht viel Sinn. Aber es macht emotional Sinn und sorgt für eine erniedrigende Schlusssequenz, die, wie von Esther beabsichtigt, die Zuschauer ratlos zurücklässt, was sie fühlen sollen.